Dann gibt es jetzt wohl gutes Essen, oder? Da sitzen sie schon alle und warten auf das Essen. Allerdings ist es doch nur ein Vier-Gänge-Menü. Ich glaube, für alle diese Schüler wird es nicht reichen. Ich hoffe, dass ich nach der Verkostung dieser Gerichte verzaubert bin. Alle böswilligen Verwandlungen werden unverzüglich beseitigt und Hauspunkte entsprechend abgezogen. Danke, dass du mir etwas mehr Zeit mit meinen Oma verschafft hast, Claudia. Das werde ich nicht vergessen. Willkommen zurück zur letzten Runde des großen Hogwarts-Kochwettbewerbs, und zwar mit einem Extra. Die Köche werden sich miteinander verbünden. In wenigen Minuten werden unsere ehrenwerten Preisrichterinnen die zauberhaften und köstlichen Gerichte der Köche probieren. Ach, sieht aber jetzt schon lecker aus, ja. Ja, aber vor allem hier die Restküchlein von Jade sind viel besser als bei Wikipedia. Aber bevor das Abschlussmal beginnt, gehen wir zu unseren unerschütterlichen Organisatoren, Tulip Carazo und Cody Bailey. Hey Murphy, kannst du es glauben, dass wir es wirklich zum Abschlussmal geschafft haben? Ich kann es nicht glauben, dieser Kochwettbewerb hatte mehr Höhen und Tiefen als ein goldener Schnatz im Flug. Freundschaften wären beinahe zu Bruch gegangen und die Küche ebenfalls. Aber am Ende haben wir unsere Kräfte vereint, um euch allen eine wahrlich fantastische Mahlzeit zu bieten. Ja, da kann man auch mal applaudieren. Was würdest du sagen, was der beste Teil des Kochwettbewerbs war, Cody? Ich habe es besonders genossen, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und sie zu unterstützen. Das ist der Hauptgrund, aus dem ich zugestimmt habe, beim Kochwettbewerb mitzuhelfen. Und ich bereue es nicht. Ich habe geholfen, Tulip mit ihren Oma zusammenzubringen. Dann habe ich einen frischen Fisch für Bettina in den Tresen besorgt. Ich habe mich sogar im Namen der Freundschaft mit Diego duelliert. Solche Freunde sind schwer zu finden, Cody. Die Chance ist sogar äußerst gering, wenn man es genau nimmt. Irgendwelche letzten Worte, bevor die Preisrichterin mit der Verkostung beginnen? Ja, bon appétit. Das bedeutet, lass das Fest mal beginnen. Dann beginnen wir mal. Jeder Bissen steckt voller Genuss und guter Laune. Mein Fischeintopf ist ein echtes Kunstwerk geworden. Jace, seine Soße passt perfekt zur Schärfe seines Teokbokki. Bettias Fischeintopf ist ein Meisterwerk. Die Konsistenz ist einfach perfekt. Wunderbar, ich überlege mir tanzender Flan als nächstes Passwort für mein Büro zu verwenden. Ich bin sehr beeindruckt von Mr. Kaplans Einsatz von Lokomotor. Nee, Lokomotor, so rum war's. Ja, nie verwechseln. Es freut mich, dass Ismael das neueste und verbessertes Rezept nicht mehr verwandelt werden muss. Köstlich, man spürt, dass sich die Köche unsere Empfehlungen zu Herzen genommen haben. Mein Teich ist leicht und fluffig, und bisher hat er noch niemanden angegriffen. Ismaels Teich ist perfekt aufgegangen, keinerlei feuchten Böden. Es war nett von Diego, mir etwas Sahne für meine Soße zu geben. Ich schulde ihm einen Gefallen. Vielleicht lasse ich Cody sich mit ihm duellieren. Ja, da freut er sich bestimmt. Die Gerüchte sind allesamt vorzüglich geworden. Jay, was hast du gerade gesagt? Nicht. Seht aus, als wäre die Kursaale voller glücklicher Hogwarts-Chefköche und voller glücklicher Gäste. Also, liebe Preisrichterinnen, wie hat Ihnen das mal geschmeckt? Nachdem ich alle Gerichte probiert habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass dies eine der köstlichsten Mahlzeiten war, die ich jemals probiert habe. Ich stimme dir zu. Diese vier Köche haben perfekt harmoniert und haben Tradition, Innovation und Kreativität miteinander verschmolzen. Das Resultat ist wirklich bemerkenswert. Und zusammen mit unseren Familienmitgliedern und Freunden schmeckt es sogar noch besser. Es freut mich sehr, dass Ihnen unser Mahl geschmeckt hat. Unsere Köche haben Herz und Seele in die Zubereitung gesteckt. Meine lieben Preisrichterinnen, darf ich mich für einen Moment mit Ihnen beraten? Einen Moment später. Mir wurde zugetragen, dass der große Hogwarts-Kochwettbewerb kein Wettbewerb mehr ist. Und trotzdem haben die Preisrichterinnen beschlossen, dass angesichts der Umstände definitiv ein Preis für herausragende Leistungen vergeben werden sollte. Moment, wie bitte? Ich wusste nicht, dass es Preise geben wird. Jedes dieser Gerichte war auf seine eigene Art wunderbar und die Köche haben ein Lob für ihre Schöpfungen verdient. Aber diese köstlichen Geschmäcker und diese Köche zu einem Mal zu vereinen, war wirklich ein Geniestreich. Und darum möchten wir Cody Bailey dafür ehren, dass er den wahren Geist dieses Wettbewerbs verkörpert hat. Und für das Hochhalten der Ideale von Hogwarts. Gemeinschaft, Zusammenarbeit und Freundschaft. Applaus, Applaus, Applaus! Ich danke Ihnen von Herzen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer ich fühle mich sehr geehrt. Du hast jeden deiner Freundinnen unterstützt und sogar geholfen, eine Familie
miteinander zu vereinen. Und durch die Gemeinschaft von Freunden und Familienmitgliedern fühlt sich dieses Festmahl erst so richtig vollständig an. Und darum ist jeder Tag an dieser Schule genauso spannend und erfüllend wie der große Hogwarts-Kochwettbewerb. Gut gesagt, Cody. Und jetzt lasst uns essen. Es ist inzwischen nicht kalt geworden. Ich hab die Schürze bekommen. Habe ich die Schürze bekommen? Schürze? Oh, was habe ich hier denn schon wieder? Na toll. Ja, gut, die hätte ich jetzt eigentlich nicht gebraucht, aber egal. Wo wollte ich denn? Die Schürze, da. Die Schürze? Schürze? Ist sie hier irgendwo? Da! Ich hab ne Schürze! Ich zieh jetzt die Schürze an. Und wie ich jetzt die Schürze anziehe? Ja? Ja. Wo stehe ich? Ganz da hinten? Ah, da sieht man die Schürze ja gar nicht. Da hinten, komm mal, da habe ich die Schürze. Ist das nicht schön? Ja. Und da ich ja jetzt Energiepunkte bekommen habe, muss ich gleich die nächste Folge aufnehmen. Ja, dann an der Stelle mal Arrivederci und bis morgen.